Hi, Dennis hier. Ja, du hast es schon gesehen, ich bin wieder unterwegs. Ich bin heute nach Brilong gefahren. Im Sauerland ist das, in Nordrhein-Westfalen. Und ich will jetzt den Rothaarsteig gehen. Der Rothaarsteig ist ein 154 Kilometer langer Fernwanderweg, der von Brilong nach Dillenburg führt, durch das Rothaargebirge. Den werde ich jetzt in circa 6 Tagen gehen. Oder weniger, mal gucken, wie weit ich komme. Spielt auch keine Rolle, ich habe genug Zeit, ich habe jetzt Urlaub. Ja, ich bin heute den ersten Tag gegangen, 19 Kilometer. Ich bin irgendwann frühen Nachmittag bin ich los, jetzt haben wir kurz vor 8. Der Weg hat mich jetzt schon von den Socken gehauen. Also das ist nicht umsonst einer der Top Trails of Germany. Also das Sauerland ist echt klasse, man hat ganz tolle Fernsichten und der Wegeverlauf war bis jetzt teilweise richtig krass. Also es geht über einen Kammweg, über so einen schmalen Kammpfad und links, rechts ist abschüssig. Dann geht es auch mal so steil hoch, dass man schon fast auf allen Vieren kriechen muss. Das ist irre, absolut irre. Das Wetter ist so ein bisschen wechselhaft. Vorhin war es richtig mies, gerade auf diesem Kammweg. Da stehen auch keine Bäume. Da pfiff der Wind schon richtig eisig kalt drüber. Und dann fing es auch noch an zu regnen. Aber jetzt hat es aufgeklärt, jetzt hat es sich beruhigt. Ja, ich sitze jetzt hier an meinem
Schlafplatz für diese Nacht. Wie du siehst, eine Schutzhütte. Ich habe zwar eine Hängematte mit, meine Warbonnet Ridge Runner, aber ich habe dieses Mal kein Underquilt dabei, sondern eine Isomatte. Meine letzte Tour im Harz war mir eine Lehre und auch hier im Sauerland ist es so, dass ja, der Borkenkäfer teilweise hier zugeschlagen hat und natürlich auch noch die Kyrillschäden. Also man sieht schon, dass hier viel Jungbestand an Bäumen ist. Also da kann ich meine Hängematte nicht drin aufhängen. Das ist hier jetzt gerade in der Umgebung auch so. Also hier hätte ich jetzt auch nicht so einen Platz gefunden. Darum nehme ich jetzt mit dieser Schutzhütte hier vorlieb. Naja, eine Schutzhütte ist es eigentlich nicht. Es ist mehr so ein Unterstand. Guten Morgen. Ja, Nacht ist rum. Es war zapfig kalt. Und diese Hütte, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich denke schon, die ist halt an zwei Seiten sehr offen. Und diese Hütten finde ich wirklich nicht gut. Die scheint es wohl jetzt hier am Rothaarsteig öfter zu geben. Das ist so eine Designhütte im Design des Rothaarsteig-Logos. Ja, leider hat man hier zu viel Wert auf Design als auf Wetterschutz gegeben. Also das ist mehr ein Unterstand für einen leichten Regenschauer. Mein Quilt war heute früh ziemlich nass am Fußende, die Isomatte auch. Also die Luftfeuchtigkeit ist da schön durchgezogen. Ich hoffe, die Sonne kommt heute raus, denn dann muss ich eine längere Pause machen, dass ich meinen Quilt trockne. Aber der Himmel ist soweit klar. Ich denke, heute wird ein schöner Tag und ich bin gespannt, was der Weg noch so bietet. Und ich hoffe, dass ich dann die nächste Nacht in meiner Hängematte verbringen kann. Auf dem Boden schlafen, das ist einfach nicht dasselbe wie in der Hängematte. Ja, ich werde jetzt zur nächsten Quelle gehen, mein Wasser auffüllen. Und sobald es wieder was zu sehen gibt, nehme ich euch wieder mit. Bis später. So, da bin ich wieder. Ich bin hier gerade an der Hochheidehütte, ganz oben auf dem Berg. Die Sonne scheint, hinter mir trocknet meine Ausrüstung, mein Quilt, meine Daunenjacke. Das ist alles ganz schön feucht geworden von letzter Nacht. Und der Weg ist bisher spitze. Der absolute Wahnsinn. Also unglaublich schön. Viel Naturpfade, ganz wenig Asphaltstraße, das komplette Gegenteil vom Försterstieg vom letzten Mal. Hier gibt es auch noch jede Menge intakten Wald, also der Borkenkäfer hat hier nicht in dem Ausmaß zugeschlagen wie im Harz. Ich werde wahrscheinlich für die kommende Nacht einen Hängemattenplatz finden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Ciao!
Guten Morgen vom Kahlen Asten. NRWs zweithöchsten Berg. Ja, ich habe gestern nicht mehr erzählt, wie der Tag so war. Ich wollte gestern einfach nur noch schlafen, die Füße hochlegen. Denn ich bin gestern 32 Kilometer gegangen und war ganz schön erledigt. Hab dann noch einen Platz für meine Hängematte gefunden. Die Nacht war auch sehr unruhig. Es hat stark geregnet und gewindet, also ich wurde ordentlich durchgeschüttelt. Naja, weiter geht's. Tag 3 auf dem Rothaarsteig. Ausblick gibt's natürlich auch wieder. Den zeige ich euch gleich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Und hier ist die Lennequelle, die höchstgelegene Quelle in Nordwestdeutschland. Auf 830 Metern. Da werde ich mir jetzt erstmal ein bisschen Wasser von zapfen. So, kleine Pause. Ich denke, der eine oder andere wird diese Hütte in meinem Hintergrund erkennen. Das ist die Hütte, in der Saki übernachtet hat, auf seiner Rothaarsteigwanderung. Ja, da mache ich jetzt Pause drin, habe ein bisschen was gegessen, Akkus geladen und so weiter. Ich wollte eigentlich schon immer die ganze Zeit mal die Drohne hochsteigen lassen, aber es ist seit Beginn dieser Wanderung einfach viel zu windig. Das ist hier halt Höhenlage, hier bläst der Wind so stark rüber. Das ist leider kein Wetter für eine Drohne, also das ist wirklich schade. Das hätte bestimmt spektakuläre Bilder gegeben, denn die Landschaft hier drumherum ist absoluter Wahnsinn. Ich bin so begeistert von dieser Landschaft hier. Ich war noch nie im Sauerland und das haut mich jetzt gerade echt von den Socken hier. Allgemein bin ich von dem Weg bisher auch sehr angetan. Also der ist wirklich extrem schön angelegt und die Wegführung ist auch gut gemacht. Bis auf Winterberg jetzt, also ja, man hat den Ort natürlich damit aufgenommen, damit man an jeder Gastronomie auch noch vorbeikommt. Aber wenn es nach mir ginge, hätte der Weg auch außen drum rumführen können. Naja, dann bin ich mal gespannt, was die nächsten Tage noch so bringen. Ich werde jetzt noch circa 3 Tage gehen. Denke, das kommt gut hin. Circa 25 bis 30 Kilometer am Tag, das gut zu schaffen. Dann sehen wir uns später.